Herr Leiter Reber, Macht braucht Kontrolle. Das war der Slogan oder das ist der Slogan der Freiheitlichen. Aber seit Uli Meier damals im Jahr 2013 gesagt hat, wir konnten die Bombe vor den Wahlen nicht platzen lassen, hat dieses Image einen starken Kratzer bekommen. Und die Freiheitlichen tun sich seitdem schwer. Warum glauben Sie, dass die Bürger jetzt dem Slogan Macht braucht Kontrolle noch vertrauen sollen? Das war damals eine Klatsche. Es ist einige Zeit vergangen. Wir haben auch inhaltlich uns neu aufgestellt und wir haben bewiesen in den letzten Jahren, dass wir genau diese Kontrollfunktion auch übernehmen. Und die Kontrolle allein ist ja zu wenig. Man muss auch anbieten und sagen, wie man es besser macht. Und das haben wir in den letzten Jahren wirklich immer wieder gezeigt. Ob es im Energiebereich ist, ob es beim Wohnen ist. Südtirol hat wirklich so viele Baustellen derzeit, dass dringend ein Wechsel notwendig ist. Aber dass sich die Freiheitlichen seit dem Sperr tun, können Sie nicht schlagen? Ich glaube, dass sich alle Parteien schwer getan haben, denn wenn wir uns die Ergebnisse der Landtagswahlen anschauen, der Vergangenheit, die SVP hat es immer wieder geschafft, als stärkste Partei aus den Wahlen hervorzugehen, hat noch nie einen deutschen Partner gebraucht und ich hoffe, dass es diesmal endlich anders wird, denn Südtirol hat sich einfach etwas Besseres verdient. Das heißt, Sie stünden zur Verfügung, wenn die SVP einen zweiten deutschen Partner braucht. Selbstverständlich stehen wir zur Verfügung, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen. Ob das mit der SVP ist, ob das ohne SVP ist, das werden die Wahlen ergeben. Aber man kann auch nicht Politik. Sie glauben, es ist möglich, dass die künftige Regierung ohne der SVP. Alles ist möglich, alles ist möglich. Es hängt dann immer von den Köpfen ab, ob auch die verschiedenen Oppositionsparteien in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen und auch Kompromisse einzugehen. Denn eines muss man schon sagen, bis jetzt waren ja die Oppositionsparteien in Südtirol auch immer in der vornehmen Lage, nie Verantwortung übernehmen zu müssen. Das heißt, man konnte ja auch immer Forderungen stellen, ohne einen Kompromiss einzugehen. Ist als Opposition ja auch ganz fein. Ist interessant, dass Sie das als Oppositioneller sagen. Ja, weil ich neutral und objektiv genug bin, um das auch einschätzen zu können. Aus der Opposition heraus Verantwortung zu übernehmen, heißt immer auch Kompromisse einzugehen. Und je mehr Parteien da einen Kompromiss schließen müssen, umso schwieriger ist es, beziehungsweise umso größer muss der Schritt aufeinander zu sein. Das heißt, die Opposition hat in Südtirol bislang nur kritisiert, ohne Lösungsvorschläge zu bringen? Nein, sie hat immer auch Lösungsvorschläge gebracht, aber sie musste es nie beweisen, weil sie nie in der Lage war. Noch nie hat es eine deutschsprachige Opposition gegeben, die das auf Landesebene gemacht hat. Aber ich bin überzeugt, dass die Oppositionsparteien und vor allem wir Freiheitliche hier wirklich auch konstruktiv und sachlich gearbeitet haben. Und das zeigt sich auch an unseren Vorschlägen und auch an den vielen Anträgen, die wir übrigens im Landtag durchgebracht haben. Herr Leiter Reber, unter Uli Meier waren die Freiheitlichen vor allem für die harte Migrationspolitik bekannt. Danach kam die Freistaat-Idee. Ja. Und jetzt, wofür stehen die Freiheitlichen? Die Freistaat-Idee. Haben die Freiheitlichen ein Identitätsproblem? Ach nein, überhaupt nicht. Die Freistaat-Idee ist immer noch ganz oben. Aber nicht mehr so. Das ist prominent Beispiel, und präsent. Das war der Hauptgrund übrigens, warum ich bei den Freiheitlichen gelandet bin. Gerade die Freistaatsidee, weil ich glaube, dass der Ausbau der Südtirol-Autonomie bis zur Unabhängigkeit beziehungsweise zur Selbstverwaltung, zu einer echten Selbstverwaltung, die ideale Form für die drei Volksgruppen in unserem Land wäre. Und ich merke es auch bei den täglichen Gesprächen mit den Leuten, wenn es heißt, als was fühlst du dich? Die wenigsten fühlen sich auch nach 100 Jahren der Zugehörigkeit zu Italien als klassische Italiener, aber sie fühlen sich auch nicht als Österreicher, sondern eben als Südtiroler. Und dieses Südtirol-Gefühl als in Form einer kleinen Schweiz, das sollte das langfristige Ziel sein. Auf dem Weg dorthin gilt es, die Autonomie auszubauen. Ist so ein Freistaat, ein eigener Staat innerhalb Europa eigentlich überhaupt noch? Wenn wir uns anschauen, das ist natürlich das langfristige Ziel, aber wenn wir uns anschauen, wie viele, dass gerade die Kleinstaaten in Europa die viel besseren Antworten geben können, immer eingebettet, natürlich nicht losgelöst von der anderen Staatengemeinschaft, das ist ja ganz klar, aber sie sind näher dran am Bürger, können auch viele Fragen dezentraler besser geben. Und es ist nichts anderes als wie die natürliche Weiterentwicklung der Südtirol-Autonomie. Denn wenn wir uns erinnern, Maniago hat gesagt, die Blumen am Wegesrand zusammenpflücken, irgendwann wäre es fein, wenn wir diesen Strauß gemeinsam auf einen Tisch stellen können. Also das wäre natürlich, das wäre ja dann wir haben derzeit eine Teilautonomie. Die Autonomie ist noch zu schwach, sagen Sie. Ja, natürlich ist sie zu schwach. Das sehen wir auch Tag für Tag, dass sie zu schwach ist. Wo hapert es denn in Südtirol am meisten? Dass wir die gleichen Renten und teilweise auch die gleichen Löhne haben wie in anderen Regionen, aber dafür viel die höhere Lebenshaltungskosten. Das heißt, wir bräuchten im Arbeitsrecht dringend eine Autonomie, die wir bräuchten im Steuerbereich, Zuständigkeiten, die wir derzeit nicht haben. Und deswegen geraten wir immer wieder in ein bestimmtes Dilemma, in eine Diskrepanz hinein, die uns Südtirol für viele arbeitende Südtiroler, Südtirol einfach zu teuer macht. Herr Leiter Reber, nehmen wir an, die Freiheitlichen würden in der Regierung sitzen jetzt.
Was waren die wichtigsten drei Ziele, die Sie angehen? Ganz oben würde stehen, dass wir die Energieautonomie, die wir in dieser Legislaturperiode aus der Opposition heraus angeschupft haben, dass wir diese Energieautonomie auch wirklich mit Leben füllen und sie zu einer Bürgerenergie machen. Das heißt, dass wirklich auch jeder Südtiroler von der Wasserkraft profitiert und zwar nicht indirekt über die Alberia-Abgaben und danach gibt es Beiträge von der Landesregierung, sondern wirklich über günstige Energiepreise, auch der Ausbau der Photovoltaik und Einspeisung, dass wir diese Kreisläufe über Genossenschaften besser da machen, dass wir das Wohnen mit Preis binden und vor allem auch zinslose Darlehen nicht nur für die Wirtschaft geben, sondern auch für unsere Familien. Das ist ein zentraler Punkt, dass wir gerade beim Wohnen auch, was die Standards anbelangt, die hohen Baustandards, die wir haben, vielleicht ist manchmal auch die zweitbeste Lösung, die aber kostengünstiger ist, effektiv. Gerade hier wollen wir ansetzen. Und was wichtig ist, zum Beispiel was Bär und Wolf anbelangt, was ja ein Dauerthema vor allem für die Landwirtschaft ist, dass man hier mit offenen Karten spielt und sagt, was ist auf Staatsebene möglich, was ist mit Entnahmen auf Staatsebene mit den italienischen Gesetzen möglich. Und parallel dazu muss man den schwedischen und finnischen Weg anschlagen. Das sind natürlich alles Punkte, die bei den Bürgern, wenn Sie das so sagen, sehr gut ankommen werden. Nein, das sind ganz konkrete Punkte, die ich Ihnen auch bis ins Detail erklären kann. Sie sind zuversichtlich, dass Sie das auch so umsetzen können? Ja, natürlich. Warum glauben Sie, dass das die aktuelle Regierung nicht umgesetzt hat? Na, weil sie andere Prioritäten setzt. Zum Beispiel werden die Bürgerenergieformen nicht gefördert? Und das schon seit Jahren. Kompatscher ist vor 10 Jahren angetreten, hat gesagt, wir werden dieses neue Gesetz nach dem famosen Sell-Skandal, wir werden dieses neue Gesetz gemeinsam mit den Stakeholdern, gemeinsam überparteilich und auch mit den Bürgern ausarbeiten. 10 Jahre hat er nichts gemacht und jetzt im Sommer, in den Sommermonaten hat er zum Schluss noch ein Vergabegesetz für die großen Wasserableitungen präsentiert und im Eilverfahren durch den Landtag gepeitscht. Das ist keine zeitgemäße Politik. Und hier wurden diese Konzessionen wieder klar auf die Landesenergiegesellschaft Alberia zugeschnitten. Die macht das große Geschäft. Ein paar einzelne Private auch noch mit. Und mit diesen Einnahmen aus Alberia teilt die Landesregierung dann wieder Gelder aus und sagt, das wären dann halt Sozialmaßnahmen. Wir wollen den Leuten das Geld im Sack lassen. Das heißt, niedrigere Energiepreise für die Privaten als auch für die Wirtschaft, da wir sonst sehr wenige Möglichkeit haben, auch der steigenden Inflation entgegenhalten zu können. Jürgen Wirth-Anderlan, Enzian, Vita, ja. Haben Sie Angst, dass diese drei Protestparteien Ihnen viele Stimmen wegnehmen? Nein, ich persönlich habe überhaupt keine Angst um meinen Verlust oder meinen Stimmenverlust, wenn dann täte es mir für die Partei leid. Wenn Sie nicht mal gewählt werden. Nein, ich muss sagen, ich habe eine Arbeit und zwei gesunde Hände. Es gibt andere, denen ist wahrscheinlich wichtig, im Landtag zu sitzen und wo es mehr Schaden bringen würde, rein für die Person. Mir täte es leid um unsere Partei natürlich, wenn wir jetzt wirklich so gut gearbeitet haben und dann keinen Zuwachs auch an Stimmen haben. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es ein Plus bei uns geben wird. Aber ich habe nicht Angst, dass sie uns Stimmen nehmen werden. Es ist immer Teil der Demokratie und ich bin immer ein Freund davon, dass jeder, der eine bestimmte Vision und Überzeugungen hat und Positionen hat, auch natürlich kandidieren darf. Ich bin da ein Freund vom Wettbewerb der Ideen. Inwieweit diese Ideen dann eben auch alle so stichhaltig sind und überzeugend sind wie jene, die wir machen, ist halt, steht irgendwo auf einem anderen Platz. So. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Uli Maier und Sie jetzt nicht die besten Freunde sind. Na, muss die Sabine Zoder, die neue Obfrau, Vermittlerin spielen? Nein, da muss ich Sie auch unterbrechen. Ich glaube einfach, es geht in der Politik nicht um Freunde, sondern es geht darum, dass Uli Maier und ich zwei verschiedene Politiker sind. Einfach von den Inhalten und von den Themen. Mein Fokus liegt auf die Dinge, wo ich sage, die sind wir auch imstande umzusetzen in Südtirol. Mir geht es immer um das. Und ich glaube, dass das eine gute Mischung ist. Aber man tut sich natürlich schwer, weil man jetzt nicht so gut harmoniert. Na, ich glaube, wenn wir an die bei der Südtiroler Volkspartei nachschauen und was man da unter Harmonie sieht, da glaube ich, da sind wir ja wirklich noch ein Hort der Seligen. Herr Leiter Reber, mit wie vielen Mandaten rechnen Sie oder auf wie viele hoffen Sie? Also die Hoffnung ist natürlich nach oben offen, das ist ganz klar. Ich sage es ganz offen, ich wünsche mir für unsere Partei ein Plus, dass wir wirklich auch, wir sitzen jetzt zu zweit im Landtag, es wäre toll, wenn wir zu dritt oder auch noch mehr Leute im Landtag haben, denn je größer und je stärker mein Vertreter... Realistisch?
Natürlich. Je größer und stärker man vertreten ist im Südtiroler Landtag, umso länger hat man auch, umso mehr Möglichkeiten hat man, sei es was die Aufteilung in den Ausschüssen, in den Arbeitsausschüssen angeht, aber auch was Redezeiten und Beschlussanträge angeht. Ich glaube, dass man dann einfach noch eine stärkere Handschrift in die Politik bringen kann. Würden Sie in eine Regierungskoalition mit der SVP gehen? Ich würde mit jeder Partei in eine Koalition gehen, wenn das Koalitionsabkommen stimmt. Das heißt, wenn bestimmte Punkte geklärt sind und dass man sich nicht abspeisen lässt, wie derzeit die italienischen Parteien, ob das die Lega ist oder der PD, man kennt ja keinen Unterschied, wer da von den Italienern in der Landesregierung sitzt. Ganz klare Voraussetzungen. Und vor allem muss es ein Schlüsselressort sein, das man bekommt und nicht irgendwo die Digitalisierung. Was würden die Freiheitlichen? Also vor allem das Soziale, das ganze Bereich mit dem Wohnen, auch die Raumordnung wäre so ein Schlüsselressort, auch die Landwirtschaft wäre ein Schlüsselressort. Alles Ressorts, wo man sagt, wo man auch gestalten kann, wo man in Südtirol auch wirklich in der Praxis umsetzen kann. Herr Leiter-Reber, vielen Dank. Gerne.